Guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen hier bei Vadim Chancer YouTube-Kanal. Ich habe für euch heute auch was Interessantes gefunden aus dem russischen Bereich, was vielleicht euch auch interessieren würde. Und zwar, es geht um Zwiebelkreuz. Zwiebel ist natürlich auch ein Heilmittel. Was kann man damit machen? Und da gibt es einen Trick. Ich blende die Informationen jetzt groß ein, damit Sie auch mitschreiben können. Und erkläre euch, was das ist überhaupt, Zwiebelkreuz. Viele in Russland wissen, was Zwiebelkreuz ist. Das ist ein altes Mittel gegen verschiedene Verdauungsbeschwerden. Und zwar schälen Sie einfach eine kleine Zwiebel. Schneiden Sie von oben ein Kreuz hinein so, dass es bis Mitte der Zwiebel geht. Also jetzt nicht komplett durchschneiden, sondern nur oben. Legen Sie die Zwiebel in eine Tasse mit Tee bei 60 Grad. Lassen Sie die Zwiebel 10 Minuten liegen. Trinken Sie diesen Tee. Sie können grünen oder schwarzen Tee verwenden oder einfach nur heißes Wasser. Verwenden Sie dieselbe Zwiebel den ganzen Tag. Und zwar immer wieder so einen Tee trinken. Interessant ist, dass Sie die Zwiebel immer mit dem Schnitt nach oben dreht. Also man sieht immer dieses Kreuz. Bei dieser Methode spielen einige Inhaltsstoffe wie Flavonoid, Quercetin, das ist ein Antioxidant, sowie die heilige Geometrie eine Rolle. Das Kreuz steht schließlich auch für Ausgleich des Karmas. Und Sie können mit diesem Mittelchen vielleicht mal einiges machen für sich selbst oder für Ihre Kinder. Das funktioniert immer. Es hat mir wieder mal gefreut, Sie hier zu begrüßen mit diesen interessanten Infos. Bis zum nächsten Mal. Ihr Vadim Chancer. Ciao.